Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Fallout London. Wir gehen in den Untergrund und machen die Quest hier. So, los weiter. Kleines bisschen Strahlung kann uns nicht schaden. Hoffentlich. Da will ich nicht runter. Au. Ah, ja, genau. Wir nehmen ein bisschen Relics hier. Hey! Sollte ich nicht tot sein? Lass mich in Ruhe. Ich häng in der Ecke fest. Lad doch nach. Ach, das fängt ja wieder gut an. Lecker Photongebräu. Wir waren hier doch schon. Und einfach weiter. Aber mit dem Licht sieht man jetzt auch mal ein kleines bisschen was. Ne? Einfach weiter schon. Wie das nochmal mit der Welle? Ja. Ah, oh, da kommt sie. Kommt sie von hinten? So, wir sind wieder irgendwo. Schieß sie ins Bein, war einfach den Torso. Ah, noch ein Achievement. 300 Kreaturen umbringen. Au. Ah. Kaputt, Mann. Nein, nicht von dem Wasser trinken. Ich wollte den Typen looten, Aber wir werden hier wieder hochgradig verstrahlen. Ja, der Tunnel beste. Ein bisschen Schmerzmittel, Blutpaket. Oh, mit dem Glück. Ach, da war ja was. Mir hat das hier auch alles resettet. Na, wir will den schlüpfen. Au. Die Eier nehme ich mit. Ah, nicht so viel auf einmal. Ja. Ja. Danke. Ich kann mir da ja noch ein richtig schönes Omelette draus machen. Und das Ding kann ich nicht mitnehmen. Kannst du nicht kaputt machen? Nee, leider nicht. Aber das nehme ich mit.
Ledertasche, Hygiene. Karotte, ja, warum nicht, ne? Hier liegt wieder ein bisschen Geld rum. Ja! Ja! Hey! Nichts. Ja! Dank. Ich bin nicht eure Mami. Merkt euch das. Geld. Stimmt, hier war ja noch so eine Teestation. Service-Dingen. Was steht denn da? Service-Updates. Nee, beim britischen Rundfunkministerium angekündigt, ist es wichtig, so Protokolle im Falle eines Atomkriegs einzuhalten, während sie sich im Greenwich-Fußtunnel aufhalten. Es ist höchstwahrscheinlich, dass sich viele Menschen im öffentlichen Raum in unterirdischen Tunnelschutz so dies auch nicht gestattet werden. Wenn der Tunnel zusammenbricht oder durch die oberhalb stattfindende Explosion beschädigt wird, wird der Tunnel überflutet. Wenn der Befehl jemals gegeben wird, schließen und versiegeln Sie alle Türen so schnell wie möglich. Ende der Nachricht. GFT Service ist sehr stolz auf die Geschichte der Sehenswürdigkeit. Nach dem Luftangriff von 1940 musste dieser Tunnel repariert werden, nachdem er zwei verheerende Schläge auf die Außenwand erlitten hatte. Wir alle wissen, dass spätere Renovierungen die Struktur zwischen den Einschlagstellen möglicherweise stärker belastet haben. Wenn wir ein Leck entdecken, befolgen Sie bitte sofort Protokoll 15a, um sicherzustellen, dass das Visier verriegelt ist. Mhm. Ein Datum haben wir eigentlich? 22.37. Ja, und die T-Station haben sie hier, ne? Nee, können wir nicht. Nehmen wir mal einen right away. Ah, nützt ja nichts, ne? Ah, was haben wir hier? Lecker Pferdefleisch. Quellwasser, nein. Safranreis. Ja. Und wie viel? Nicht alles. Na super. Dann gehen wir mal raus. Und da sind wir auch schon. So, wo müssen wir denn hin? Da vorne. Das ist wieder Abend. Wir sind auf der anderen Seite. Sehr schön. Was nehmen wir denn? Das Baby. Hier mal richtig speichern wir. Geht da denn ab? Wow! Luis. Diese Marienkäfer. Die haben mich gerade erst wieder geheilt, Elsässisch. Tut mir leid für euch, ja. Aber ihr wolltet dazu haben. Dreh mal an dem Ding hier. Boots. Dankeschön. Eiskalt ist hier ungebräunt.
die Stechflügel stacheln. Der Bürger. Oh. Nice. Erbsenpüree. Mm. Speiseöl. So kann man auch gut leben. Geil, Kaugummi auch mal. Was ne? Zigaretten. Mitarbeiterterminal. Was steht denn hier Schönes? Neue Versanddetails. Sendung B5A1 ist auf dem Weg, um sicherzustellen, dass wir unseren Kunden das beste Produkt bieten. Sollten alle Mitarbeiter die richtige Auftaueinstellung für unsere brandneuen Fleischproduktlinie verwenden. Dies liegt an unserem neuen Rezept und der fleischigen Formel. Viel Spaß und denken Sie daran, sei fleischig, bleib frischer. Ja, machen wir hier rechts voll zu. Oh, machen wir anders Ding. Zack. Jo, moin. Oh, das sieht doch noch gut aus, ein bisschen Salz und Pfeffer. Nehme ich auch gerne mit hier. Gegenstände brauche ich jetzt nicht gerne. Wo sollen wir denn hin? All right. There's that prick I was telling you about. Look at this donut. Wandering around at night. Does your mother know? I'm only kidding. Hey, die sind uns nicht böse gesinnt. Oh, eine schöne Nässe. Noch ein? Nee, Karottenblume. Okay, der Turm ist einfach abgebrochen. Oh, schön abgesperrt hier mit so Hütchen, ne? Na toll. Ich wollte ihn gerade wieder hinstellen, ne? Au, na super. Denkst du nichts Böses, liegt eine verkackte Mine. Ich hab doch nur da mal gucken wollen. Und schon sind wir wieder in Krippe. Na toll. Und eigentlich wieder zurück und mich da eben kurz auf die Bank hinsetzen, bis es morgen ist. Ne? Ich jetzt auch tun, so. Setz mich jetzt hier hin. Und dann waren wir eben kurz. Noch eben 6 Stunden. Und dann geht er da auch. Wieder nicht im Dunkeln rumrennen, ne? Die Kollegen. Ich glaube, wir sollten da lang gehen. Wissen die?
Ein geiler Rennwagen. Ah, hier ist so ein Ding. Da könnten wir jetzt damit einfach durch die Gegend gucken. Okay. Books. Sieht nicht so aus, als ob es da noch Books geben würde. Hier oben noch jemand. Nee. Am Tage sieht es dann doch immer ein bisschen anders aus, ne? Liegt daran, dass man nachts nicht so viel sieht. Ernsthaft? Diese verdammten Dogs, ne? Haben die alles vermint? Denkst du nichts Böses? Zack, Granaten, bam. Jetzt einfach nur über die Mauer, zack, Mine. Danke für gar nichts, ne? Aktivieren wir das Ding hier nochmal eben. River. Ja, der lädt dann eben kurz das Ding da, ne? Da. Genau da haben sie ein paar Granaten gepackt. Es sind so Schweine hier, ne? Auch nicht die ganze Zeit auf dem Boden. Ja, ich tue es zumindest nie. Nichts drin. Oh, eine Militäruniform. Hm. Kleidung, wir haben Fußballkitten, Schadensresistenz 2. Wie sieht das denn aus? Ja, ein bisschen offizieller. Fusionszeit. Oh, sag mir den mal hallo. My body's getting shite done never hurt anything. Oh, hello, stranger. How wonderful to meet you. Lovely day, isn't it? Evening, schöner Tag. Wie geht's dir? I'm tip top, thanks for asking. What brings you here then? Ja, die Sehenswürdigkeiten im Klinge von Mirwall. Nehmen Sie sich einfach eine Sekunde Zeit, um es einzuhalten. Was yes, für ein Ort. Truly a scratch off the old bucket list. Congrats! Anyway, I'm actually very busy at the moment, so unless there's anything else. Ich würde gerne helfen. Wait for it. Wait for it. And we're clear. Finally, that bloody guard moved out of earshot. We can drop the charade. Do you have any idea the amount of danger you put us in just now? Never mind, there's no time. I'm actually glad you're here. I was just about to sneak into where they're holding Uma and try and break her out. But it's a suicide mission without a proper distraction. Ja, du scheinst eher der Typ Ablenkung zu sein. Lass mich reingehen und... Fine, also. Whatever. No time to argue. She's in that building over there. She should be the only prisoner in the holding area, so you can't miss her. As soon as you hear my distraction, take Uma and run like hell back to the safe house. I'll meet you both there. Alright.
Soll ich denn hin? Ganz schön laut, ey. Dann holen wir Oma noch mal raus, ey. Hm. Oh, ein Syndikatswelpe. Hier sind sie auch. Eleganter Hut. Springmesser. Oi, oi. Seilhelm. Fucker! Hey! You little bastard! Ah, komm schon, danach. Allein die Kopf weg. Oh, hast du jetzt davon? Next up is a cheeky great one. Beat me daddy out to the bar by Miss Beth Bell. Was steht hier denn drin? Inhaftierungsprotokolle. Ed Gay, mehrere Fälle von Körperverletzung. Gay ist ein berüchtigter Trunkenbold. Nach einer Auseinandersetzung mit einem Polizeibeamten wurde er wegen Körperverletzung festgenommen. Marvin Hooks, mehrfach schwere Diebstahl, bekannt für heimliche Einbrüche. Hooks ist ein geschickter Dieb, der sich auf hochwertige Raubüberfälle spezialisiert hat. Aisha Rahman, Drogenhandel und Verteilung. Rahman ist ein untergeordneter Akteur im Drogenhandel in Lewisham. Sie wurde wegen Lieferabsicht verhaftet und erwartet auf ihren Prozess über Siedlung in die Polizeistation Lewisham. Roger Bodger, Drogenhandel und Verteilung. Roger Bodger ist eine prominente Persönlichkeit in der örtlichen Drogenszene. Seine strategischen Operationen im Drogenhandel haben auch zu zerstörerischen Aktionen geführt, die erheblichen Sachschaden verursacht haben. Corrupted. Blackwell ist ein bekannter Anstifter. Raucherbericht 2220. Okay, nix. 2221. Corrupted. Beschädigt. 2222. Zusätzliche Einheiten. Corrupted. Beschädigt. Neue Inhaftierprotokolle. Elmo Gilbert, mehrere Fälle von Körperverletzung, Einheiten, ein bestätigtes Mitglied der Vagabondsbande, wurde bei einer Razzia in einem Mutmaßen in einer Kanarikotrierungszentrum der Vagabonds gefangen genommen und gab sich als Fleischverkäufer aus. Der Verkäufer wurde verdächtigt, Aktivitäten der Vagabondsbande in Gegend von Milward zu fördern. Executed. Sepp Mirror Red Hash, mehrere Fälle von Körperverletzung, Dieter Sepp. Ein bekannter Mitarbeiter der Vagabond-Bande wurde während einer Razzia in einem Mutmaßen Vagabond Dead Drop festgenommen, der die Aktivität der Vagabond-Bande in der Gegend von Memoir fördern wollte. Executed. War Uma Bata, mehrere Fälle von Körperverletzung. Uma Batia, kein Vagabond-Mitglied, wurde beim Gespräch mit Yvette, einer hochkarätigen Vagabondin, entdeckt. Für alle Fälle wird Uma bei vor Gericht gestellt, als wäre sie ein Mitglied. Execution. Ah, wir holen mich hier raus. What's going on? Who the hell are you? Ja, ich bin mit Yvette befreundet und soll dich hier rausholen, während sie die Wachen ablenkt. Oh, thank God! I knew she would come through for me. Let's get the hell out of here. If you hang around, wouldn't hurt none. We need the numbers. We need the numbers. Nein. Ja, wir können raus. Ja, ich glaube, ich esse noch mal eben was hier.
Burger mit Doppelkäse. Hm. Okay, essen wir den mal. Und raus hier. Lungenli. Wow. Ah, klar, aber was ist denn Strohballen? Next song reminds me of the girl who made me the man I am today. So kann man essen. Mhm. Hier denn gepanzertes Syndikat Outfit. Hm. Einkaufstasche, Kürbis, Springmesser. Gibt's da oben noch was? Hier. Stash. Oh, nice. Ah, umsehen lohnt sich halt immer, ne? So, wir sagen immer Bescheid hier. Hey, Yvette. Norma. Thank God you're alive. Great work, Labrat. I'll take her from here. Let's split up and draw their fire in opposite directions. We'll meet you back at the safe house. All right. Gibt's denn hier noch alles? Hat hier ein Schiff? Ist das ein Schiff? Am ersten der Red Knot. Ja, ihr habt ja nichts dagegen, wenn ich hier mal Hallo sage, ne? Kann ich rein? Unzugänglich. Hm. Schade. Ich meine, einfach ein fettes Schiff hier, ne? Wo latsche ich überhaupt hin? Ich habe keine Ahnung, Leute. So, hier geht's zum Tunnel runter, oder was? Nö. Hier Syndicate Gebiete. Habt ihr einen Händler oder so mal? Ah, hier kommt man rüber. Okay. Ah, okay, da ist der Tunnel hier, ne? Ja. Kann ich hier auch mal durch? Diese Stadt ist einfach nur riesig. Ey, du weißt halt nicht, wo du hin sollst, ne? Man könnte jetzt stumpf einfach immer den ganzen Quest nur folgen. Das kann ich nicht. Mit dem Vieh denn da schon wieder nicht. So, erlösen wir es mal von seinen Qualen. Momenten löst du damit. Hm. Rückkehr nach Gordon.
Ist er nicht Gordo? Ich will nur hier noch. Was haben wir denn hier? Kippen. Wiedergabe habe ich es nichts. Ah, Rot. Version. Tischventilator. Ah, hier kann man aber pennen. Ist nichts, ne? Also ja, noch so eine dumme Taube. Hat eigentlich für ein Zeichen hier. Was sieht aber auch gewaltig aus, ne? Alter. Werden wir aber auch noch mal reingehen. Nicht heute, weil ich unbedingt wissen will, was Gordon da hat. Ja komm, wir reisen nach Gordon. Ne? Das Gebäude ist zu anscheinend, oder was? Ja. Sehr viele von den Schellviechern hier. Ah, er lurkt da rum. Okay. So, zurück zu Gordon. Auf zum Flughafen. Na toll, es regnet. Und es ist abgeschmiert. Bis gleich. Oh, jetzt mit besserem Wetter. Ja, manchmal hat das Spiel irgendwie einen Schluck auf oder so. Thank you for helping me solve the cause of the Dryad crisis. And obviously, thank you for helping me find my partner. I am forever grateful for your help. As a token of my appreciation, I would like to offer you a reward. Something very close to my heart. Since you have proven yourself to be a valuable asset, and I believe you can help us in many ways, I would like to invite you to stay with us and become a head druid. We could use someone with your skills to help us run the settlement. Before you speak, just know that you have shown great loyalty and dedication to our cause. And I believe you would make an excellent addition to our group. We will be here whenever you wish to visit. And don't forget, you will always be welcome here, even if you don't decide to stay. But the workbench is now forever yours to work with. Attention, everyone! I have an important announcement to make. As you all know, we have been searching for my partner for a very long time. Thanks to the efforts of our friend here, we have found him. But this discovery changes things. I need to spend more time with him and cannot focus on running the settlement alone anymore. But fear not, I have found a solution. Our friend has proven themselves to be a capable and trustworthy individual. And I have asked them to help me run the settlement as a head druid alongside me. They will have the same authority as I do. And I ask that you all look up to them as you do me. I understand that this may be a big change for some of you, but I assure you that this is for the betterment of our community. And with their help, I am confident that we can continue to thrive and grow as a settlement. Thank you all for your attention.
And please welcome the new head druid. Gather around, everyone. It's time for our daily prayer. Let us all join hands and come together in harmony. Dear Mother Nature, we thank you for the blessings you have bestowed upon us. We thank you for the air we breathe, the water we drink, and the earth beneath our feet. We pray that you continue to guide us on our path and give us the strength and wisdom to live in harmony with you and all living creatures. Thank you all for joining me in prayer. Let us continue to work together to protect and preserve our beloved wilderness. Yay! Alter, der Ruf Flower Power. Eilte durch das Land, wir werden nicht verwelken. Lasst 1000 Blumen aus den Leichen unserer Feinde erblühen. 76 Schaden, Alter. Gewicht 21. Jo, Gorn ist lebendig. Ja. Und wir haben eigentlich unsere Siedlung. Yay! Welcome back, my friend. I wasn't expecting you so soon. Have you come back to bask in the glory of our humble settlement? Kannst du mir einen Witz erzählen? Oh, you're barking up the right tree with that one, my friend. Why did the tree go to the dentist? Keine Ahnung. Why did the tree go to the dentist? Mein Wurzelkanal zu bekommen. Du bist ein echtes Juwel. Ich muss dich noch was fragen. Du hast viele Gläubige umherum. Warum das? Ah, yes. My little fan club. Well, it's not that I set out to be a god or anything like that. I think it's just that people in London are so lost and desperate for guidance and security that they're drawn to anyone or anything that seems different or powerful. And let's face it, I'm definitely different. Being a tree tends to get people's attention. Honestly, it's a bit uncomfortable for me. I never wanted to be worshipped or put on a pedestal. I'm just a mutant, like any other, trying to make my way in the world. But at the same time, I feel that I have a responsibility to protect people and use my mutation for good. So it all works out in the end, I suppose. Yo. Goodbye, and may the trees protect you. Ebenso. Yay! So, ab zu unserer Bude. Wir können endlich Sachen machen. Yeah. Und ich kann die ganze Stuff holen. Geil! Oh, hier erstmal fett speichern, Leute. Oh, mit dem Werkzeug kannst du Objekte in der Nähe und Baum anfassen. Ja, wunderbar. Wie groß. Naja, wie groß ist es hier nicht, ne? Aber es wird reichen. Oh, wir machen erstmal die ganzen Bäume hier weg, ne? Sorry, tut mir leid, aber ich brauche ein bisschen Platz. Oh, mutierter Farm. Ich brauche die Erde. Lass das Platz machen. Ich habe jetzt hier nicht Scrap Everything drauf oder so. Sondern nur diese komische Place Mod. Wobei ich nicht weiß, wie die genau funktioniert. Den kann ich nicht wegmachen, aber den. Auf jeden Fall haben wir dann schon mal eine Menge Holz, ne? Ahorn hätte hier noch. Räumen wir mal ein bisschen hier auf. Und dann hätte ich gerne einfach erstmal ein paar Behälter.
so ein paar schönere. Kann ich hier wenigstens mal eben den Stockbein klatschen, ne? Das reicht mir ja schon. Was haben wir denn noch? Energie, Schutz, Ressourcen, Läden, Käfige, Raider. Ja, das werden wir alles noch. Zigarettenroller. Okay. Labor, T-Station, Mixstation. Hersteller, Bank zur Munition, ja, Waffenkrieg 1, Kochherd, T, Laborstation, Waffen, Gastronomie, Kleidung, Ressourcen. Ne, Reiseziel. Kann ich das hier nicht bauen? Ringe. Glocke. Ich hab doch eigentlich alles. Ne. Essen. Ah, Strohpflanze. Cool. Machen wir das mal dahin. Eine lecker Brennnessel hier. Oh, eine schöne Luderbeere. Setzen wir das da mal hin. So, da gäbe es ja wenigstens schon mal genug zu trinken. Wissenschaft 1. Autopump Pouch. Schutz. Boxen. Noch eine Guardbox. Kein Scheiter. Seth Bentos there singing My Northern Angel. This next one is Kyle Dance. Energiegeneratoren. Sonstiges. Genau, das brauchen wir auch. Generatoren. Fusion Core. Ein Generator Mitte. Dafür brauchen wir das ganze Zeug. So, dann werde ich mal hier mal unsere Taschen leer machen. Aber da kann der ganze Schrott schon mal rein. So, was ich verkaufen will, packe ich mal hier rein. Das. Das. Dauer Power Stapel. Das Ding ist echt übel. Den wir, glaube ich, behalten. Ja. Ich werde hier mal alles reinballern. Und dann den ganzen Zeug holen. Dann werde ich das später mal alles sortieren. Alles, was hier ist. Habe ich viel zu viel. So, jetzt haben wir nur noch 21.
Jo, wir haben euch die Folge jetzt hier zu Ende und holen den ganzen Kram, Leute. Kann euch ein kleines bisschen dauern. Und dann werden wir hier mal ein bisschen was bauen, wa? Kleine Höhle, ein Vogeleinstrahl und sowas. Ja, dann machen wir uns hier so eine schöne kleine Siedlung und fertig, wa? Alright. Vielen Dank fürs Einschalten, fürs Liken, Abonnieren und Kommentieren. Und ein riesen Dankeschön geht raus an meine monatlichen Kanalunterstützer Gerd Lorelei, Sascha Teves, Ist halt so, Nageltermin, Hate und Du und Stefan Freunde. Riesen Dankeschön. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Gehabt euch wohl. Und ich sag, bis denn dann.